Hallo vom Caravansalon in Düsseldorf. Hier haben wir ein ganz wunderschönes Fahrzeug. Ich weiß, ihr wollt immer wissen, gibt es denn Kassenwagen mit Hexjetsgruppe? Und bei der Firma Bürsten haben sie ganz viele Sachen neu gedacht. Und da bin ich jetzt am Stand. Und ich möchte euch den Eliseo mit Hexjetsgruppe zeigen. Billig ist der Spaß nicht. Das Fahrzeug ist 6,36 Meter lang und kostet in der Basisausstattung 60.000 Euro und so wie er hier auf der Messe steht 75.000 Euro. Aber dafür ist das Fahrzeug auch wirklich hübsch. Von außen sieht man noch nicht, was sich dahinter versteckt. Aber lass uns doch mal reinschauen in den neuen Active Liseo. Liseo Active von Bürstner. Interessant für alle hier der Grundriss. Hinten gibt es eine Hexsitzgruppe. Also wenn wir hier einsteigen, kommen wir gleich auf das Bad. Wir gehen aber jetzt erstmal nach hinten zur wichtigsten Sache. Die sehr schön gemachte Hexsitzgruppe. Hier kannst du zu zweit, zu dritt und vielleicht auch mal mit Besuch sitzen. Darüber ist das Bett, was sich absenken lässt. Keine Sauge, es gibt auch noch ein bisschen Stauraum. Schrank. Ah, das ist der Kühlschrank. Wir haben hier ein Herd, einen Ofen und noch Staufächer. Gegenüber die Küche, schön gelöst. Mit Schubladen und genügend Stauraum. Bums. Und drüber gibt es auch noch einen Schrank. So, also wenn du einsteigst, kommst du gleich aufs Badezimmer. Hier ist aber genügend Platz, auf jeden Fall, um auf die Toilette zu gehen. Und das Waschbecken lässt sich hoch und runter fahren. Hier lässt sich auch noch was klappen. Also das Ganze lässt sich klappen, damit du dann auch ordentlich duschen kannst. Ich gehe mal rein. Der Platz für einen Kastenwagen reicht. Hier haben wir die Armatur, die hängt man hier oben auf. Kannst du schön duschen. So, jetzt mal wieder die Toilette, damit die Leute nicht denken, hier gibt es keine. Schwupps. Und hier sind wir jetzt wieder im Toilettenbereich. Einen kleinen Schrank gibt es auch noch und einen großzügigen Spiegel. Das Ganze abgetrennt mit einer Schiebetür, um Platz zu sparen. So, genug in den Spiegel geschaut. Nochmal das Wichtigste, die Hexjetzgruppe. Jetzt gehen wir noch ums Fahrzeug herum. Ich nehme euch mit. So, meine Sachen liegen da. So, der Eliseo, Van von Bürstner. Im Kofferraum haben sie sich nämlich auch noch was ausgedacht. Das hast du ja öfter im Bereich, wenn du eine Hexjetzgruppe hast, dass der Stauraum fehlt. Aber hier ist auf jeden Fall Platz für ein oder sogar zwei Fahrräder oder die anderen Sachen. Und hier unten ist auch noch eine Ecke, die du gut nutzen kannst. So. Der Eliseo von Bürstner auf dem Caravansalon 2022.